Why I stress and explain everything here? Warum betone ich alles hier? Express. Warum drücke ich alles so aus und betone das hier? So you become your mind, your consciousness, your conscience, your heart become universal. Damit euer Verstand, euer Bewusstsein, euer Gewissen und euer Herz universell werden. And you exactly know where you come from. Und damit ihr genau herausfindet, woher ihr kommt. Life was given to you because of love. Denn das Leben wurde euch gegeben wegen der Liebe. And why you are here? Und warum ihr hier seid? To grow spiritually. Um geistig zu wachsen. Everything else what you do. Alles andere, was ihr tut. This we are doing for living, so we can live and we have a place to live and we can have financial actually. Alles andere, was wir tun, tun wir, um zu überleben und um zu leben und unsere Finanzen abzudecken. But these are not the most priority things in life. Aber das sind nicht die Dinge, die die höchsten Prioritäten im Leben haben. And we should also aware. Und wir sollten uns auch bewusst sein, our destination is a God. Unsere Bestimmung ist Gott. Not a prophet. Nicht die Propheten. Not a savior. Nicht die Erlöser. Not a angel. Nicht die Engel. No one gonna help us. Niemand wird uns helfen. We have to help our own self. Wir müssen uns selber helfen. And these are the things clear. Our journey will be very smoothly. Und wenn diese Dinge klar sind, dann wird unsere Reise sehr reibungslos sein. I am most happy person in my life that I have received this opportunity to meet God through love. Ich bin die glücklichste Person im Leben, dass ich Gott durch Liebe kennenlernen konnte und treffen konnte. So all this wire pool was dropped in my life. Das heißt, all diese Strudel in meinem Leben gingen unter. Well, only one goal was a clear, to meet a living God. Und nur noch eins war mir im Leben klar, dass ich den lebendigen Gott treffen möchte. Now let's talk about this moment once again. When I bowed to God. Und lass uns jetzt wieder über den Moment sprechen, als ich mich vor Gott verbeugte. And God bowed me. Und Gott sich vor mir oder über mich verbeugte. In my heart, there was such a fulfillment of love. In meinem Herzen war in diesem Moment solch eine Erfüllung der Liebe. I wish if I could catch those moments forever. Ich wünsche mir, dass ich diese Moment für immer ergreifen könnte oder für mich behalten könnte. I was experiencing a true spiritual happiness. Ich habe in diesem Moment wahre geistige Glückseligkeit erfahren. And God was overwhelming love was surrounding me because God saw. Und Gottes überwältigende Liebe umgab mich, weil Gott sah, that I only want to embrace God. Weil ich nur Gott umarmen wollte. This was a simple and easiest way. Das war der einfachste, der allereinfachste Weg. This surrounding moment. Dieser umgebende Moment. This was such a happiness. War solch eine Glückseligkeit. Such a endless love. Solch eine endlose Liebe. Such a peace in my spirit. Solch ein Frieden in meinem Herzen. And my heart was filled with love, like a quelle. Und mein Herz war gefüllt mit Liebe wie von einer Quelle. This we call settle down with God love. Das nennen wir sich niederlassen mit Gottes Liebe. This is our destination. Das ist unsere Bestimmung. And this should be happened long time ago. Und das hätte schon vor einer langen Zeit passieren sollen.
In this moment, what God said to me? Was sagte Gott in diesem Moment zu mir? Where are you standing? Dort, wo du stehst. No angel, no human creation, no another creation until now reach here. Hat bis jetzt kein anderer Mensch, kein anderer Engel, kein anderes Wesen jemals zuvor erreicht. It mean, das heißt, God was opening his heart. Gott hat sein Herz geöffnet. He want to take me in one journey. Er wollte mich auf eine Reise mitnehmen. In such a mysterious journey. Auf solch eine mysteriöse Reise. Where nobody until now have reached. Die bis jetzt, die bisher noch niemand je erreicht hatte. In the time of Jesus. In der Zeit von Jesus. Jesus said, how shall I reveal to you about heaven secret when you don't know earthly? Jesus sagte, wie kann ich euch die himmlischen Dinge offenbaren, wenn ihr mir nicht mal die irdischen Dinge glaubt? He could not reveal about God. Er konnte nichts über Gott offenbaren. He knew certain geheimnis. Er kannte bestimmte Geheimnisse. But he could not share with mankind. Aber die konnte er nicht teilen mit der Menschheit. Because in that time mankind took Jesus as a center point. Weil in dieser Zeit die Menschheit Jesus als zentralen Mittelpunkt genommen hat. And he did not clear this misunderstanding. Und er hat keine Klarheit über dieses Missverständnis gebracht. Jesus' work was to clear every misunderstanding. Jesus' Aufgabe war, jedes Missverständnis aufzuklären. And then share about heavenly divine secret. Und dann über die himmlischen, göttlichen Geheimnisse mitzuteilen. God said to me in this point, Gott sagte zu mir an diesem Punkt, what you hear, was du hörst, what you see, was du gesehen hast, what you experience, und was du erfahren hast, share with mankind and with other creation. Teile es mit der Menschheit und mit den anderen Schöpfungen. In such a special moment, in solch einem besonderen Moment, God has not forgotten mankind. Hat Gott die Menschheit nicht vergessen. God has not forgotten angels. Gott hat die Engel nicht vergessen. Another creation. Und auch andere Schöpfungen nicht. God deep wish and desire was. Gottes tiefe Wünsche und Verlangen waren, that all creation should be this point where I am standing at the heart of God. Dass alle Schöpfungen an diesen Punkt kommen sollen, wo ich als Herz Gottes stand. In such a moment, in solchen Momenten, God have not forgotten his children. Hat Gott seine Kinder nicht vergessen. God want to share his love with all his creation. Gott möchte seine Liebe mit all seinen Schöpfungen teilen. If any prophet or savior think or believe this thing, wenn irgendein Prophet oder Erlöser diese Dinge glaubt, that without him mankind cannot meet God, dass ohne sie die Menschheit Gott nicht treffen kann, he making a biggest mistake in his life, dann macht er den größten Fehler in seinem Leben. He must clear. Er muss klar sein, that he should let mankind know, und die Menschheit wissen lassen, God has an amazing grace blessing for every child. Gott hat einen überragenden und erstaunlichen Segen für jeden seiner Kinder. God did not make any slavery system. Gott hat gar kein Sklavensystem erschaffen. Today we are so fallen people. Heute sind wir so gefallene Menschen. We are looking up to angel and saying, angel, my angel save me. Wir gucken heute zu den Engeln hoch und sagen, ach, die Engel, meine Retter oder mein Schutzengel. Absolut wrong. Aber das ist absolut falsch. No angel can be your savior. Kein Engel kann dein Retter sein. No prophet can be your savior.
Kein Prophet kann dein Retter sein. There is only one Savior. Es gibt nur einen Retter. And this is the most beloved Heavenly Father. Und das ist der meistgeliebte himmlische Vater. If he is not your Savior, wenn er nicht dein Retter ist, nobody can save you. Dann kann dich niemand anderes retten. In eternal life. Im ewigen Leben. This I have seen and experienced. Das habe ich gesehen und erfahren. So in this moment, what God was asking me. Was hat mich also Gott in diesem Moment gefragt? Something very simple. Nach etwas sehr Einfachem. God asked me my name. Gott fragte mich nach meinem Namen. Many people will say now, if God knew everything in His creation was going on, He don't know His name. Und jetzt werden viele Leute fragen, wenn Gott doch alles weiß, was in seiner Schöpfung vorgeht, warum weiß er dann seinen Namen nicht? This I like to explain you. Und das möchte ich euch gerne erklären. God know my name. Gott kennt meinen Namen. But His love want to dwell inside of me more intensively. Aber seine Liebe möchte sich in mir noch viel intensiver reinkommen. He asked my name. Er fragte mich nach meinem Namen. I told my name. Und ich sagte ihm meinen Namen. He said, that's a good name. Er sagte, das ist ein guter Name. But mankind, angel or every creation will remember you in future in the name of love. Aber die Menschheit und alle anderen werden sich in der Zukunft an dich im Namen der Liebe erinnern. Why God was saying such a thing? Warum sagte Gott so etwas? God want through me. Gott wollte durch mich channel of peace actually. Einen Kanal des Friedens schaffen. Where is the darkness? Through my love, God wanted to bring light over there. Wo Dunkelheit ist, wollte Gott durch meine Liebe Licht reinbringen. I was just coming only one canal actually. Ich wurde nur zu einem Kanal. But through this canal, God's love was coming overwhelming to mankind. Aber durch diesen Kanal kam Gottes überwältigende Liebe zur Menschheit. Through me. Durch mich. Where the hate is in this world, God wanted to bring the light of love actually. Dort wo Hass ist, wollte Gott durch mich das Licht zur Welt bringen. Licht of love. Das Licht der Liebe bringen. And so God said to me, und Gott sagte zu mir, you will be everlasting my heart. Du wirst mein immerwährendes Herz sein. Because first time I'm opening my heart for you. Weil zum allerersten Mal öffne ich mein Herz für dich. No being came until now at this point. Kein Wesen schafft es bis jetzt an diesem Punkt. This was the moment when God was creating human spirit. Und das war der Moment, als Gott die menschlichen Geister erschuf. Even the angel was saying to God. Und selbst die Engel sagten zu Gott, don't create mankind. Schafft die Menschheit nicht. And they were giving reason. Und sie gaben ihm Gründe. This trouble gonna come out, this trouble gonna come out. Dass dieser Ärger kommen wird und jener Ärger kommen wird. This bloodshed will be. Dieses Blutvergießen passieren wird. Human creation will be troublemaker. Und die Menschen Ärgermacher sein werden. But what God was seeing in mankind. Aber was Gott in der Menschheit sah, as a love creation. War, dass es eine Liebesschöpfung ist. God know. Gott weiß. When this creation gonna fulfill the purpose of love. Wenn diese Schöpfung den Zweck der Liebe erreicht. This creation gonna be channel of my heart actually. Dann wird diese Schöpfung der Kanal für mein Herz sein. We're gonna be at this point continue next time. An diesem Punkt werden wir nächstes Mal weitermachen. What will be our journey with God? Was unsere Reise mit Gott sein wird. Thank you. Dankeschön.